laufen die Mic schon? Nein, die müssen wir selber anlassen. Was mir wichtig ist, ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Ich sammle Momente, keine Likes. Ich bin Alpha, just Alpha. This is the Soccer Lounge. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com. Hey, wo gehst du laufen? Im Park? Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. Da, wo Zahlen sind. Raiffeisen, wir machen den Weg frei. Just Alpha. The Sport Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy Alpha. Mittwochabend am 7. Das ist Zeit für die Sportshow. Grüße miteinander, herzlich willkommen zu der 40. Ausgabe. Die 40. Ausgabe verpasst Gabriel Oldham. Der ist nämlich weiterhin in der Ferien. Darum unser Gastmoderator heute, Nick Lederach. Schönen guten Abend, danke vielmals für die Einladung. Schön, bist du da, Nick. Und an dieser Stelle noch Happy Birthday. 40! Hallo, 40. Jubiläum! Als du keine Torte mehr bringst, ist ein Skandal. Machen wir nachher. Wir haben selbstverständlich heute wieder die Sportgeschehen ein bisschen zusammengefasst. Da haben verschiedenste Sportarten drinnen Platz. Und so verschieden sind auch unsere Studiogäste vom heutigen Abend. Auf beide freue ich mich extrem. Extrem. Aber Marcel Reif ist der Sky-Chefreporter schlechthin. Und Maroni Liebhaber. Und Patrick Fischer, aktueller Trainer vom HC Lugano. Da ist in der Maske, dass sie noch besser aussehen, als sie sonst schon aussehen. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wir freuen uns auch immer, wenn man die Tagesaktualität ein bisschen zusammenfassen kann, die für einen Schmunzler sorgen. Die eine oder andere Meldung kann man nicht vermeiden, dass ihr die vielleicht schon kennt. Zum Beispiel die von Murat Yakin. Der hat das Derby verloren gegen Lokomotive Moskau mit 0-1. Die Trainer sind dann erstens ein bisschen angefressen und zweitens ein bisschen giftig gegenüber Journalisten. Zu Recht. Und wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann verstehen wir den Trainer auch, warum er ein bisschen frech ist. Schauen wir mal rein. Der Eindruck von dem Spiel von Spartak war unklar. Was war der Plan, was war unser Plan für das Spiel und was hat nicht geklappt? Für wen war es unklar? Для кого было невнятно? Спартаковская игра была невнятна. Для кого? Я выражаю в данном случае свое мнение. Das ist meine Meinung. Ja, gut, die interessiert niemand. Никого не...
Herrlich. Als Journalist willst du ihn erschiessen, oder? Ja, aber bist selber schuld. Reitest rein. Merkst, die Wunde ist offen, stichst rein, dann musst du mit so etwas rechnen. Oder musst du mit Fachkompetenz glänzen. That's it. Aber nicht ganz in Weihnachtsstimmung war der Murat. Dafür mehr in Weihnachtsstimmung ist der Nino Reiter. Entschuldigung, Niederreiter. Der erfüllt nämlich Kinder Wünsche zu Weihnachten. Und zwar hat er hier einen krebskranken Bub mit ins Garderobe genommen. Und es braucht echt wenig, oder? Es braucht ganz wenig. Das 5 Minuten, 10 Minuten und der Bub wird es das Leben lang nie mehr vergessen. Und für alle, die schon mal Hockey gespielt haben, der Bub wird den Geruch in dieser Kabine sein Leben lang nie mehr vergessen. Und dort wissen, von jetzt an musst du einen Hockey-Ausrüstung kaufen. So und hängst ganz nur genau. Noch in den kalten Eishallen rum. Wir wollen bei der NHL bleiben, wollen einen Spieler vorstellen, der unglaubliche Fähigkeiten hat mit Stock und Böck. Oder wie man zu Amerika sagt, Skills. Stick Skills. Schauen wir da mal rein, was der uns so vormachen kann. Vormachen darf man, glaube ich, sagen. Hi, I'm Sam Lano and I'm here to show you guys some skills. Gut, könnten wir jetzt auch, wenn wir 5 Minuten üben würden? Den schon. Den nicht mehr. Und den? Den setzen wir aus. Den könnte ich mit Doppelklappen. Das Schöne ist, was mir vorher aufgefallen ist, die Lockerheit, die er hier an den Tag legt. Mit den Sandaletten. Die Hang im Hosensack? Ja. Ist ein Messermesser lieber? Ja, so, irgendwie so etwas. Unglaublich, ganz oder? Ganz sicher. Eine gewisse Locker leicht? Extrem. Die Lockerheit, die braucht man. Vor allem, wenn man Vater wird, wissen wir beide. Ah, dann ist man so locker. Ist jetzt einfach mal schnell die Überleitung. Und zwar zum Sempach Matthias. Der ist nämlich gerade Papi geworden und hat das schön auf den Social Media dann natürlich auch bekannt gegeben. Henry. Würde heißen. Man weiß nicht, hat man geboren im Sagmaring? Ja, ist so. Und er ist schon mit Sagmal hinter den Ohren führen gekommen. Ganz klar. Mensch, wahrscheinlich. Ja, und Schwingerhosen. Sie sind auch schon parat. Sie sind auch schon parat. Oder? Im kleinen Format. Wir kommunizieren über Facebook, du als Radiomann auch. Das merkt man immer mehr. Die Leute tun gar nicht Medienmitteilungen. Nein, das beste Beispiel, gerade das jüngste, ist zum Beispiel Robbie Williams. Wissen wir alle. Unfassbar. Ja, der hat es nicht nur getwittert, der hat es nicht nur auf Facebook bekannt gegeben, sondern der gute Herr hat sein ganzes Geburtsszenario über Twitter gefilmt. Zum Teil gefilmt, wie man die Frau auf dem Bett hat in den Kreissaal reingeschoben. Ich meine, warum macht sie das mit? Gut, sie kann nicht aufstehen und klatschen. Nein, aber schön ist, wo sie dann interveniert und ihm wirklich Paroli bietet, dann hört er auch auf singen. Also ist wirklich herrlich. Wer das Video noch nicht gesehen hat, muss das unbedingt mal anschauen. Der Robbie Williams im Kreissaal. Könnt ihr ihn vorne? Ich weiß nicht. King? Ich weiß nicht, was der Matthias gemacht hat, ob er geschwungen hat neben der Trage. Das weiß ich nicht. Könnt ihr mir vor, ich kann das mal daheim besprechen. Genau. Mal auf Twitter die Geburt so kommentieren. Also kommentieren, wenn wir noch das Tagesgeschehen. Der Nick fasst das für euch zusammen in knappen 60 Sekunden. Marco Reus lehnt laut deutschen Medien ein Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt. Der BVB hat am deutschen Nationalspieler angeblich 8 Millionen Gehalt geboten. Dann Kloten Flyers haben die Verträge von ihrem Captain-Team verlängert. Das heisst, Sancescu und Lem bleiben 3 weitere Jahre bei den Flyers. Inter Mailand ist heiß auf den Lukas Podolski. Da spricht sich jetzt um in den verschiedenen Medien. Der deutsche Nationalspieler wird beim Spiel gegen Southampton jetzt beobachtet. Wie der Blick berichtet, steht Alex Frey auf der Abschussliste von der Innerschweizer. Der Ex-GC-Sportchef Dragan Rapic und der Matthias Walter werden jetzt beim Tabellenletzten als Nachfolger gehandelt. Und der deutsche Nationalspieler Philipp Lahm rechnet nach seinem Bruch im Obersprunggelenk nicht mit einem schnellen Comeback, sicher nicht vor Februar. Perfekt. Super Timing. Danke vielmals. Hat längst nicht jeder geschafft, wo hier auf dem du weißt, es ist nicht ein elektrischer, aber ein Schleudersitz, den können wir versenken. So. Gegen auf und gegen gut. Reden wir über Unihockey. Hast du schon mal Kontakt gehabt mit Unihockey? Jawohl. Ehemalige Eishockeyaner hat im Sommertraining auch Unihockey spielen. Natürlich nicht. Auf welchem Niveau? Genau, wollte ich es gerade sagen. Nicht in dem Niveau, wo du vielleicht auch schon mal angestrebt hast. Ich habe nur Drittliga gespielt. Drittliga gespielt. Wir waren im Ausgang und direkt Matches. Man sollte selbstverständlich nicht verleiden. Auf jeden Fall nicht, wenn man die WM geht nach Göteborg. Die Schweden fährt nämlich am Samstag die Unihockey, oder wie sie in Schweden sagen, die Floorball-Weltmeisterschaft an. Und die Schweizer, die sind erfolgsverwöhnt. Edu Metall. Schon mehrmals. Oder? Also, wir können uns das anschauen. Ja, Bronze en masse. Silber hat man einmal geholt, 1998, letzte WM.
2012 in der Schweiz mit grossem Druck. Mhm. Ich glaube, da kann man sagen, Druck standgehalten. Aber Bronze, nein, langweilig wird es glaube ich nicht. Nein, ich glaube, du bist immer nicht zufrieden mit. Ich glaube es auch nicht, ja. Aber es ist schon daran, dass man muss sagen, es fehlt noch eine. Also man will ja auch als Team den Satz irgendwann mal fertig machen. Wir müssten das selbstverständlich schaffen. Und einer von fünf Floorball-Königsspielern, das ist der Verteidiger, der Kaspar Schmocker. Der war auch schon da bei uns in dieser Sendung. Und ihn haben wir jetzt am Telefon. Kaspar, guten Abend. Jawohl, hallo zusammen. Herr Kaspar, ihr seid jetzt in der Türkei, in Belek, und habt euch dort die Sonne vorbereiten können. Nicht nur konditionell, sondern eben auch die Sonne, die Wärme tanken können. Wenn wir es mal in eine Frage verpacken, Kaspar, seid ihr parat für die WM? Seid ihr in Form? Ja, als erstes muss ich sagen, das mit der Sonne war so 50-50. Also wir haben durchaus die Sonne gesehen, sonst wären wir auch hier gewesen. Aber es hat auch Tage, als es so kalt war. Also ich habe es irgendwie von letztem Mal in Dubai ein bisschen Angst in Erinnerung. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich so fit wie noch nie. Darum ist es eigentlich nur noch darum gegangen, dass man ein bisschen runterfährt und sich auch ein bisschen mental auf die ganze Sache bekommt, vorbereitet. Darum ist es so, dass wir zusammen weisen, wie wir trainieren müssen. Das haben wir alles vorher gemacht. Und wir sind gut vorbereitet und haben jetzt eigentlich nur noch ein bisschen die kleineren Mosaiksteine versuchen zusammenzuführen. Wenn man jetzt schaut, dass die WM in Schweden stattfindet, dann weiss man natürlich, der absolute Top-Favorit ist Schweden. Klar, die Finnen werden höchst motiviert sein, in Schweden eine Medaille zu gewinnen, wenn nicht der Weltmeistertitel. Ihr habt Silber schon gehabt, ihr habt Bronze en masse schon gehabt, das haben wir gesehen. Wie es müsst ihr machen, dass ihr den Schweden gut könntet entreissen? Ja, das ist natürlich eine schwierige, komplexe Frage. Wenn man das bis jetzt gewusst hat, hat man schon mehrfach geschafft. Es ist sicher nicht bestritten, dass sie auch eins von der besten WM-Kader von ewiger Geschichte her in Schweden. Das muss man leider neidlos anerkennen. Nichtsdestotrotz spielt sie im eigenen Land. Das bringt immer eine Bruchsituation mit sich. Und wie du richtig auch schon angedeutet hast, von uns redet niemand gross. Und das kann einfach schon eine Stärke sein vom Underdog. Das heisst, wir haben keinen Druck, wir müssen nicht. Es war vielleicht im Heim ein bisschen anders gewesen. Und das könnte genau vielleicht Stärke sein, dass wir spielerisch und auch körperlich auf einem ähnlichen Niveau sind, wie ich finde. Aber vielleicht unsere Lockerheit und unsere Unbeschwertheit, dann könnte der Ausschlag geben, dass es eben das mal längt. Wir drücken dir und der Mannschaft auf jeden Fall Daumen. Viel Erfolg in Schweden, der WM. Merci für das Telefon, Kaspar Schmocker. Merci dir vielmals. Ich wünsche euch auch noch eine gute Woche und bis gleich. Silber schon gehabt, Bronze en masse in Schweden. Gut, es wird nicht leicht. Er sagt jetzt, das beste schwedische Kader, das es je gibt. Was ich jetzt gibt's. Ja, und Tschechen sind auch nicht ohne. Wenn wir an dieser Stelle auch noch sagen, in der Gruppe. Und ist auch die schwierigste Gruppe. Ja, und was auch noch ist, gerade mit dem Wort, das er gesagt hat, Kaspar, Underdog. Mit dem Wort wirst du automatisch auch unter Druck gesetzt. Das ist doch immer so. Underdog heisst, bist du eben nicht mehr der Underdog. Ganz genau. Ich glaube, es wird so. Ich glaube nicht, dass jemand die Schweiz unterschätzt. Ich glaube es auch nicht. Immer sind wieder Schweizer in Schweden am Spielen und in Finnland. Also man weiss, was die Schweizer können. Es hat natürlich auch zahlreiche Schweizer im Kader, die schon in Schweden gespielt haben. Also der mit Underdog weiss ich nicht. Die Schweiz startet folgendermaßen ins Turnier und hat folgende Gruppengegner. Wir starteten am 7. mit dem Gegner Estland, wo man startet. Und dann, du hast gesehen, Tschechien, wo natürlich einer von der Top 4 ist, wo eine wegweisende Partie könnte sein. Und Norweger, da sage ich jetzt mal, die nehmen wir im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen, im Überholen. Ich glaube, die Schweden haben sie mit 10-1, 10-3, in die Zweistellung hat man die geputzt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir drücken einen Daumen und hoffen natürlich, dass der Kaspar Schmocker und der Florian Kuchen, die beide schon da waren, mit einer Goldmedaille zu uns in die Sportshow kommen. Eine Goldmedaille hat er nicht dabei, aber ein unglaubliches Wissen über die Bundesliga. Daher ist als nächstes bei uns in der Sendung. Hallo, mein Name ist Marcel Reif. Wir reden gleich über die Schweizer Bundesliga-Profis und über ein paar andere Sachen auch noch, Fußball vor allem. Und das alles gleich in der Sportshow. Ich freue mich. Ich freue mich unglaublich. Ich muss auch fragen, als ich ihn letztes Mal getroffen habe, hat er mir gesagt, er sei ein grausamer Maroni-Liebhaber. Maroni. Jetzt muss man schauen, ob das, merken. Ob das gegangen ist oder nicht. Ich habe für dich noch schon ein Wort: International Premier Tennis League. Auch schon gelesen. Es handelt sich also um Tennis, ein Showformat, das über 4 Stationen gespielt wird. Ja. Es ist wahnsinnig kompliziert und darum machen wir das nicht selber. Ganz genau. Wir haben einen Film gefunden. Wir würden uns nicht rein. Wir raten nach
The Coca-Cola International Premier Tennis League, presented by Qatar Airways, will be staged in 4 participating cities across Asia. Each team from Manila, Singapore, Delhi, and Dubai comprises of some of the greatest names in tennis. And they're all competing for the glory of the IPTL Challenge Trophy and a grand prize of $1 million. Spread over a period of 3 days in each participating city, the league features 2 different match ties each day. So the inaugural IPTL season will feature 24 exciting ties between the 4 participating cities. Each match consists of 5 sets: men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, and legend singles, with the home team determining the order of play. If 2 neutral teams are playing, then a coin toss determines who picks the order of play. Each match is played in a no-ad scoring format, with 20 seconds between each point, 3 minutes between each set, and a shot clock keeping track of time. Every time a player wins a game, their team wins 1 point. If the score is tied at 5 games all, a 5-minute shootout determines the winner. The team that wins the most games at the end of the 5 sets wins the match and has 4 points added to their team standing. If the losing team accumulates more than 20 game points, they win 2 points for their team standing. More than 10 game points wins them 1 point. But less than 10 points wins them nothing but disappointment. Ja, wenn du aufpasst, es gibt einen Test. Unglaublich. Also ich wollte an dieser Stelle sagen, ich bin nicht ein Sportexperte, ein bisschen sportaffin. Ich weiss, was Tennis ist, was Offside ist, alles drum und dran. Aber da muss ich noch 2-3 Mal anschauen. Wir wollen es ein bisschen ausprobieren. Oder? Spielt jeden Match auf einen Satz, auf 6 Punkte. Es gibt aber keine Vorteilregeln bei Einstand, sondern der, der den Punkt macht als Nächster, kommt eben nicht der Vorteil über, sondern der kommt der Punkt über. Ja. Und dann kommt es darauf an, wie du verlierst. Das ist es eben auch noch, gell? Wie viel du verlierst. Oder bei 6. Ob ich die 6 hast schlagen. Oder 6-4 ist für dich ein Unterschied. Ja. Da kommst du mehr Punkte über, wenn ich die 6 nur vor die Putze. Was die Realität wird. Gibt es noch Punkte? Und so. Es ist also wahnsinnig jetzt kompliziert. Ich wollte aber nur schon einen draufsetzen. Nicht das Schwierige. Micromax Indian S. Was ist das? Das ist das Team von Roger. Ja, ganz genau. Gut, dann schauen wir mal rein. Er stellt uns oder sein Team mal vor. I'm Rohan Bopanna. Hey guys. Hi guys. Hello guys. Hi there. Namaste, India. I'm really looking forward to making my first trip to New Delhi. I'm so happy to come to India for the IPTL. I love food and culture and I look forward to exploring that. I'm looking forward to the IPTL. I'm finally making my first trip to India. My team tells me, yeah, there's a lot of tennis fans and supporter of mine in the area. It's great for not only us players, but Indian fans as well. Well done, IPTL. Playing for the Micromax India Aces. I'm excited to be part of Micromax Indian Aces. I'm looking forward to playing for the Micromax India Aces. I'm playing for the Aces. And I'm looking forward to helping the Micromax India Aces win the title. Ich frage mich nicht, spielt Roger im Herren 1 oder spielt er bei den Legenden? Er kann beide noch spielen. Er kann beide, aber mit dem Sampras im Team ist ja eigentlich klar, wo... Trauerverteilung. Ja, ich glaube schon. Und es läuft nicht so schlecht für die Indian Aces. Wir schauen mal den Zwischenstand an. Der Roger greift am dritten Spieltag in Dubai ins Geschehen ein und seine Mannschaft, die führt. Ja, den Namen muss man sich merken. Obwohl, keine Niederlage, schau mal. Wir haben vorher gesagt, uns würde ein anderes Team würde besser gefallen gehen. Mavericks. Ah, das ist Top Gun. Der Maverick, oder? Ja. Das ist Top Gun. Hätten wir cool mitspielen können. Frechheit, dass wir nicht mitgespielt haben. Also, am Gewinner übrigens von diesem Tennisturnier, von diesem Showkampf, winkt 1 Million. Ich weiss jetzt nicht, ob das die Multimillionäre irgendwo durch ein bisschen juckt. Eine hat er nicht. Wer die Million nicht ehrt, sind die Milliarden nicht wert. Eine Million haben oder nicht haben, sind 2 Millionen. Der Marcel Reif weiss nicht, ob er eine Million hat. Das können wir nicht fragen. Er wird als nächstes bei uns sein. Mit ihm reden wir über die Schweizer Söldner, die ein bisschen unter dem Radar sind. Sie heissen Lustenberger und Schwegler. Dranbleiben. The Sport Show, presented by Samsung. Ah.
zahlen sind. Raiffeisen, wir machen den Weg frei. Was mir wichtig ist, ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. The Soccer Lounge. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. Sport Show, presented by Samsung. Wir sind zurück im Studio von der Sport Show mit dem Chefreporter von Sky. Chefreporter. Steht's auf der Visitenkarte? Nein, Marcel Reif. Wichtig. Wir freuen uns. Wo wir dich das letzte Mal hier in Zürich hatten, bist du fasziniert von den nummerierten Moroni-Häuschen, die wir haben. Ist so. Immer noch. Maroni gewöhnt sich langsam dran, aber es ist schon super. Und Maroni in dem Fall auch als Feinschmecker immer wieder zwischendurch Maroni. Warum denn die Nummerierten? Erinnert dich das an Fußball? Trikot-Nummer? Nein, aber wer muss die nummerieren? Der Schweizer. 5 Kilo im Trieb! Ja, klar, so. Bringen 2 Kilo zu 2! Das ist die Struktur, die es braucht. Und das ist Zürich so. Zürich ist alles ein bisschen anders. Alles ein bisschen anders. Wir reden über die Bundesliga, Söldner Marcel. Wir haben natürlich die Glamour Boys wie Dürmitsch, wie Seferovic, wo man über sie redet, oder? Die schönen, proper Herren, die immer spielen, die Stammspieler sind. Spielt der Dürmitsch zu viel, ja? Er kommt. Er ist auf Aufstieg im Nast. Reden wir über einen, der bei der Hertha spielt, über Fabian Lustenberger. Im 7. Jahr ist er dort. Er ist seit einem Jahr Captain. Warum ist der Fabian Lustenberger dermaßen und medial unter dem Radar? Weil er das gern so hat und weil er von seiner ganzen Mentalität her für Berlin sehr wichtig ist, weil er für den Trainer offenbar sehr wichtig ist. Lustenberger ist ein typischer Trainerspieler. Also wir vielleicht von außen denken, ein bisschen mehr Glamour, ein bisschen mehr irgendwas auf dem Platz, auch irgendein Zirkus. Aber das ist ein ausgesprochen seriöser Fußballspieler. Und den interessiert der Quatsch außenrum nicht. Deswegen, das Hauptsache das Radar des Trainers, auf dem ist er drauf. Und Hauptsache die Ergebnisse stimmen und die Leistung. Und so denkt er. Und solche Spieler braucht es dringend. Beim Gini Sforza hat er beim FC Luzern 2 starke Saison gespielt. Das war eine riesige Überraschung, als er in die Bundesliga zu der Hertha gewechselt. Und seit dem August 2013 ist er also Captain. Und das war sein erster Auftritt als Captain von Berlin. Guten Tag, Herr Kapitän. Bitte. Fabian, wie willst du das Kapitänsamt ausüben auf dem Platz und auch daneben? Ja, so gut es geht natürlich. Ich versuche natürlich
ja, vielleicht auch ein bisschen Bindeglied zu sein zwischen Trainer und Mannschaft, wenn irgendwelche Probleme entstehen oder wenn irgendwas geklärt werden soll. Aber ich glaube, dass ich mich persönlich nicht groß irgendwie verändern werde oder irgendwie verbiegen werde, nur weil ich jetzt eine Binde am Wochenende am Abend trage für 90 Minuten. Also ich glaube, ich werde immer noch die gleiche Person bleiben, die ich bis jetzt war oder die ich einfach bin. Und versuche dann einfach oder habe dadurch auch natürlich mehr Verantwortung jetzt und versuche das dem auch gerecht zu werden dann. Oh, ist nicht so ein Wunder, wie gefällt dir als Spieler? Ich mag ihn sehr. Ich mag diese Art Fußballspieler. Weil, nochmal, Trainer sind ja nicht, die machen nicht nach Haltungsnoten oder nach Sympathie, nur weil er so ein netter und so sympathischer Kerl ist. Und wer Luchokai kennt, das ist ja ein akribischer Wahnsinniger im besten Sinne. Wenn der so einen zum Kapitän macht, und muss er ja Stammspieler sein, und so einen zum Kapitän macht, der weiß warum. Das sind Spieler, die dir Spiel für Spiel nie unter 80% abliefern. Es gibt Spieler, die machen mal 150%, die gibt es nicht, aber wir sagen es halt so. Und dann machen sie 6, 7 mal 60%, 40%, 50%. Mhm. Und Trainer rechnen. Die machen 10 das zusammen, machen Strich drunter und sagen, gib mir den, der mir 80% jede Woche berechenbar abliefert. Ja. Drumherum kann ich ein paar Zirkusclowns gruppieren, wenn ich sie finde, die was können. Aber gib mir um Himmels Willen die mir verlässlich 80% bringen. Und Lustenberger ist ein Prototyp. Er ist als Mittelfeldspieler eigentlich gekommen und ist jetzt ein Innenverteidiger. Ich kann sagen, mit 1,80 und 70 Kilo ist er nicht der moderne Innenverteidiger. Was ist sein grösstes Problem im Hinblick auf Schweizer Nazi? Weil neben Schär mit einem Churu, mit einem Senderos hat man immer so ein bisschen Wackelkandidaten, 50% Typen. Warum spielt er nicht mehr? Verletzungsanfälligkeit. Also wenn er gesund ist, ist er, du sagst, er ist kein moderner Typus Innenverteidiger. Doch. Vom Körper? Vom Körper, von seinem Fußballerischen. Also wir machen aber hier keinen Bodybuilding-Contest, sondern wir wollen Fußballspiele gewinnen. Und da ist er von seiner Art, von seiner Spielintelligenz, von seiner Handlungsschnelligkeit, Schnelligkeit im Denken, erspart er sich vieles, wo man den Körper bräuchte. Mhm. Jetzt gibt es Trainer, die sagen, pass auf, ich brauche stabile Innenverteidiger. Boateng. Erst brauche ich mal Hirten. Boateng ist auch kein Kracher, aber er ist ein sehr, sehr großer Spieler. Giroud, Senderos, Spieleröffnung, ich will dir nichts wegnehmen, aber Lustenberger eröffnet dir ein Spiel. Und das ist heute im modernen Fußball, hast du wenige Zehntelsekunden, wenn du den Ball erobert hast, dann muss es ganz schnell gehen. Wenn du den alten Typus Innenverteidiger hast, die gibt es auch noch, auch in Deutschland, aber das Namen brauchen wir jetzt nicht, die aber den Ball erstmal prinzipiell zur Seite spielen, die nie nach vorne spielen würden, das kannst du knicken. Wenn du international Erfolg haben willst, brauchst du Spieler, die schnell handeln, die schnell umschalten können, die technisch gut sind. Und da kannst du die mangelnden Funde kannst du sehr gut kompensieren. Aktuell ist er wieder verletzt. Das ist also wahrscheinlich das größte Handicap. Ja, wenn es das ist, dann muss er was dafür tun. Er hat ein bisschen Körper zugelegt, weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als er nach Berlin kam, und er hat gesagt, was soll der spielen? Eher defensiv. Aber in welcher Sportart? Was habt ihr mit dem vor? Aber der hat zugelegt und da ist viel Pech dabei. Also hat er nicht irgendwelche notorischen Verletzungen, sondern ist immer wieder mal was anderes. Ich wünschte ihm mal eine Konstanz, dann ist er ein Spieler von internationalem Format. Wir kommen wieder zu der Anfangsfrage zurück, unter dem Radar, wie du das so schön gesagt hast. Wir kommen aber zu einem weiteren Spieler, zum Pirmin Schlegle. Ist ein Jahr vorher in der Bundesliga, vor dem Lustenberger, Eintracht-Captain gewesen zum Beispiel. Er hat bei Bayern Leverkusen, bei Hoffenheim jetzt auch ein Spieler, der wieder unter dem Radar liegt. Was, könnt ihr mir mal helfen, was ihr mit Radar meint? Also ich unter dem Wertverkauf. Also ein Spiel, eine Mannschaft ruiniert durch seine Schaden. Nein, in der Schweiz, vor Wahrnehmung her, unter dem Radar ist, man liest selbst in der Schweiz, liest man auch über ihn, der Woche für Woche auch seine Leistung abliefert, weil als 19-Jähriger bei IB regelmäßig der beste Mann war. Er liefert ab und niemand redet über ihn. Zu Unrecht. Ja, aber wie gesagt, nochmal, er wird es überleben. Man zahlt ihn nicht mit Worten, sondern man zahlt ihn, glaube ich, auch nicht mit Apfel und Eier. Wahrscheinlich anständig in Hoffenheim. Ganz sicher gibt es da den ein oder anderen Euro zu verdienen. Also er wird bezahlt dafür, dass er eine Leistung bringt. Ja. Er ist ein ähnlicher Typ von seiner Außendarstellung wie Lustenberger. Der will das nicht. Er nimmt sich auch nicht wichtig. Nein, was er macht ist, wenn 90 Minuten Fußball gespielt, ist er da. Der ist in Hoffenheim aufs Gelände gefahren und war bereits im Mannschaftsrat. Das nochmal, bei aller Liebe, also Schweiz, Deutschland, das sind schon Unterschiede in den Ligen. Also, wenn ein Schweizer kommt
prima ausgebildet, das ist das, das habt ihr hier sensationell. Aber wenn er kommt, muss er sich in einer deutschen Bundesliga erstmal durchsetzen. Und wenn ein Spieler Kapitän ist in Frankfurt, es soll dann noch andere Frankfurter Spieler gegeben haben, die auch hätten wo Kapitän sein kann, können, ja, unter Umständen. Und dasselbe in Hoffenheim, dass einer kommt und wird sofort in den Mannschaftsrat gewählt, da musst du etwas haben. Und da bist du auf einem Radar, der viel wichtiger ist, als ob der im Blick jeden zweiten Tag aber Schlagzeilen liefert. Auf Nationalmannschaft? Ja. Nationalmannschaft, schauen wir auf die. Inler haben wir, Berarmi haben wir, die spielen. Nicht. Und wer einer von denen nicht spielt, ist Endre Cemaili zum Zug. Ja. Ich glaube auch, dass er Birmin Schwegler unglaublich solid ist, selten grosse Böcke drin hat. Was fehlt ihm, dass er dort in den nächsten paar Jahren zum Hankus kommt? Ein Trainer, der auf ihn setzt. Und nicht auf. Die anderen sind gute Fußballspieler. Ich habe die Neapel sehr intensiv beobachtet, zwei, dreimal sehr intensiv. Und muss sagen, auf hohem Niveau, das sind sehr, sehr gute Spieler. Schwegler ist nicht weit weg davon. Die Frage wird sein: Will ich wieder einen 80-prozentigen? Wie ist der Trainer? Oder sage ich, gib mir 70%, aber dafür ab und zu auch mal eine. Der Berami ist ein anderer Typ. Oder? Der Berami stellt schon auf, den, der schon fightet, ja, genau. Und einmal einen der kann die Mannschaft mitreißen. Schwegler macht das auf eine andere Art. Vielleicht müsste er selber mal. Das, ich denke, es wird vielleicht kommen. Noch ein bisschen ab und zu auch mal auf dem Platz lauter werden. Weil du musst. Also jetzt spielt er in Hoffenheim. Hoffenheim ist ein ganz anderer Club als zum Beispiel jetzt Hamburg. In Hamburg musst du irgendetwas machen jetzt, weil sonst schmierst du ab in die zweite Liga. Das heißt, Berami muss da sehr viel Verantwortung übernehmen. Sehr, sehr viel. Weil so viele Führungsspieler haben die nicht. Er ist ein anderer Typ. Und er nimmt das auch sofort an. Auch Körpersprache ist eine andere. Schwegler sagt, komm, lass uns auf den Platz gehen, lass uns vernünftig Fußball spielen. Er passt nach Hoffenheim überragend. Und hat eben auch die Intelligenz, die du mit Lustenberger sagst, oder? Er ist ein überlegter, bodenständiger Typ, der nach Schalke hätte können, der aber sagt, ich will nicht dorthin, weil das passt nicht zu mir. Und da braucht es Intelligenz, da braucht es einen vernünftigen Berater. Und da muss man auch schon ein bisschen Erfahrung haben und Selbsterkenntnis. Das ist bei unter Fußballern eine ganz selten verbreitete Krankheit nur. Also richtig sich selber einschätzen können. Und das, was er gemacht hat, nach Hoffenheim zu gehen, ist der ideale Schritt. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim seine letzte Station sein wird. Und wenn er ein Goal schießt, wie letzte Woche rennt, dann schauen wir zuerst mal das Goal und schauen uns dahinter nachher die Erklärung noch an. Also das ist schon einer, der bei der Herren steht und erzählt, woher er die Idee hat. Wunderbarer Treffer gegen Hannover. Das 1-0 war es in der 19. Spielminute. Ist jetzt nicht einer, der jedes Wochenende seine Goal schießt. Und gefragt vom Club-eigenen Fernsehen, warum er diesen Rahmen so gemacht hat, hat er das darauf geantwortet. Ehrlich gesagt wollte ich eigentlich unter der Mauer durch. Das habe ich bei Xabi Alonso in den letzten Wochen gesehen. Dann habe ich aber gesehen, dass die Mauer nicht hochspringen wird. Und dann habe ich schon bewusst in die Torwart-Ecke versucht zu schießen, dass er dann so gut passt. Das ist natürlich schön für mich. Ein anderer hat einfach gesagt, hey Jungs, genau, immer so ehrliche Kerl. Einfach den ehrlichen Kerl. Ich kenne ihn da glücklich persönlich. Und das ist der Birmin, wie er lebt und lebt. Und das hören die Mannschaftskameraden, das hört der Trainer, das hört der Sportdirektor. Und dann weißt du, richtig gemacht. Der ist bei uns sehr gut aufgehoben. Und der hat was zu sagen. Das kann man auch über Radau auf dem Platz, da muss man es aber immer abliefern. Und da gibt es auch Spieler, die sagen, kann der nicht mal die Klappe halten, der. Aber bei Schwegler hast du ein schönes Paket. Also ich mag diese Art Spieler sehr. Gut. Nach Schwegler, Lustenberger, kommen wir natürlich dann noch zum Dritten, wo wir Marcel Reif darüber fragen, nämlich den Shaqiri. Und über ihn reden wir gerade als nächstes. Hallo zusammen, Patrick Fischer bei der Sportshow. Heute Abend, wenn ihr Lust habt, schaut rein. Wir reden über Hockey Club Lugano. Super AMOLED Display erweckt Inhalte zum Leben. Samsung Galaxy Tab S. Sehen und gesehen werden.
Jawohl, der Shaqiri, das ist unser nächstes Gesprächsthema, das wir anschauen werden. Er zaubert, er ist der Zauberzwerg von der Schweiz und ist momentan bei Bayern. Aber eben dort fühlt er sich vielleicht nicht so wohl. Die Zeichen stehen auf Abgang, Marcel, und da werden die wildesten Summen umgeboten, die Clubs für ihn bieten. Bietet sich aber nicht eher die Lösung an für ein Leihgeschäft? Und über das redet noch niemand. Verkaufen an Bayern oder lehnen sie nicht? Das wird darauf ankommen. Wenn jemand kommt und schmeißt 20 Millionen in den Ring, werden die Bayern sagen, komm, dann verkaufen wir ihn, wir können ihn wieder zurückholen. Teurer wird er nicht. Für 40 Millionen? 20 Millionen ist schon eine Summe. Wieso hat man hier von Leihgeschäft geredet? Weil man eben zuerst den Marktwert von ihm hat testen. Ja, ist schon das. Genau das. Und natürlich ist Leihgeschäft für einen Spieler wie ihn, und ich weiß, dass Guardiola ihn schätzt. Ich weiß, dass er ihn schätzt von seinen Anlagen her. Ich weiß, dass er ihm aber noch nicht zutraut, diese taktischen Wechselspiele, die Guardiola wahnhaft schon der Mannschaft zumutet, umsetzen zu können. Im Spiel drei Systeme durcheinander wirbeln, je nach auf ein Zeichen. Soweit ist er möglicherweise noch nicht. Mhm. Nur ich halte es für ein Drama, wenn er nicht weggeht. Weil er wird die Spielzeit nicht kriegen, die ein Junge in seinem Alter braucht. Und Kinder müssen spielen. Und wenn man Kinder nicht spielen lässt. Nein, ich meine Kinder im Vergleich zu weiß nicht, alten Säcken wie Pizarro oder sowas. Der bei Bayern, der hat einen Bayern Vertrag, der sagt, Leute, zahlt mir das Geld, weckt mich nachts um fünf oder holt mich aus einem kleinen, na Disco nie im Leben, aber aus einer kleinen privaten Feier ab, sagt mir, wie lange ich spielen soll, 15 Minuten, ich mache euch das Tor und dann geht ihr nach Hause. Das meine ich sehr ernst. Aber Jungs wie Shaqiri in dem Alter, die müssen Woche für Woche kicken. Sonst ist das ja Wahnsinn. Es geht ja nicht darum, Geld irgendwo auf der Bank zu horten. Das ist deren Beruf, und ich hoffe, mehr als Beruf doch auch die Leidenschaft. Und wenn du die tötest, also Podolski ist so ein deutscher Fall, der ist ein bisschen älter, aber das ist in Deutschland der Fall bei Arsenal. Das ist furchtbar. Solche Jungs, die so Straßenfußballer auch, die du nicht kicken lässt. Das ist, da habe ich sofort, mache ich den Laden dicht. Bei Bayern sind sie so weit jetzt, glaube ich. Wo wird er hergehen? Ich nehme an, Bundesliga sicher nicht, sondern Konkurrenz sicher nicht. Spanien hat man gelesen, England hat man gelesen. Wo siehst du den Menschen? England. Ich glaube, dass er mit seiner Art, mit seiner Dynamik, mit seiner Körperlichkeit in einer Mannschaft nicht ganz oben, wenn also ein Vertrag würde ich ihm nicht wünschen, aber eine Mannschaft, sagen wir so Tottenham, also was, so diese Preiskategorie, vierter, fünfter Platz, wo auch Liverpool. Liverpool zum Beispiel. Perfekt, oder? Perfekt. Die nehmen ihn mit Handkuss und die werden auch Geld bieten, bin ich ganz sicher. Und mit seiner Dynamik, mit seiner Art Fußball zu spielen, ist er in der Premier League sehr, sehr gut aufgehoben. Also du sagst, oder hättest du das Gefühl, Zeichen stehen auf Abschied? Ich würde sagen, ja. 80 zu 20, ja, also er geht im Winter noch, oder? Der muss gehen. Also eben, wie Marcel gesagt hat, er muss gehen. Wir haben ganz, ganz viele Geschichten von vielen Fußballern, die den Schritt verpasst haben, zum eben gehen, weil sie eben noch gewartet haben oder nicht können gehen. Du musst bedenken, du bist psychisch kaputt gemacht. Also du bist bei Bayern, alle sagen, boah, und der Shaqiri hat es nach Bayern geschafft. Das hältst du einen Monat, ein Jahr, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, noch ein Jahr. Und danach sagst du, sag mal, aber der bringt es nicht. Und der Spieler selber spürt das ja auch. Mhm. Ich bring's nicht. Und fängt an zu zweifeln und zerbricht an so etwas. Und seit dem Sommer ist das Thema Shaqiri bei München. Seit ihrer dummen Äußerung, der Sommer weiss, ich muss spielen, und ich habe ihm so mitgeteilt, es ist nonstop ein Thema, und da kannst du dich doch nicht mehr auf das konzentrieren, was du sagst. Eben. Ich wünschte ihm, dass er jetzt einfach den Mund hält. Nichts sagen. Die Bayern haben es verstanden, die halten ja nicht, um ihn zu ärgern, sondern die gucken, was passiert. Sie sehen ja etwas in ihm, oder? Ja. Sonst hätten sie ihn nicht geholt und er wäre schon längst weg gewesen. Der Guardiola hat sich das nicht leicht gemacht. Er soll den Mund halten, er hat sich prima benommen in der Zeit, in der er bei den Bayern war. Und jetzt nicht nerven, weil Guardiola ist so einer, der mag nicht, und Sammer schon gar nicht, wenn Kabineninterner nach draußen gehen oder jemand versucht, über außen Druck zu machen. Das ist nicht zu empfehlen bei den Bayern. Wir sind gespannt, was der Shaqiri macht. Was du machst, wissen wir. Du hast gesagt, du gehst Fan essen. Maroni, Häusli, 11? Nein, heute nicht. Für einmal nicht. Ein bisschen besser. Ein feines Nachtessen wartet auf. Leider können wir nicht mitkommen. Du wirst es genau gleich Leider. Beim nächsten Mal. Marcel, merci vielmals. Wir hoffen, dass wir dich wieder mal da bei uns sehen. Der Bundesliga-Chef. Reporter Gott. Oh. Ja, Gott. Marcel Reif. Gott ist und ein Hockey-Gott wird bei uns hier der Marcel ablösen. Der Patrick Fischer, Trainer vom HC Lugano, ein paar Augenblicke bei uns. Ja.
The Sport Show, presented by Samsung. Zahlen sind. Raiffeisen, wir machen den Weg frei. Was mir wichtig ist, ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich allianzversichert. Ich sammle Momente. Keine Likes. Ich bin Alpha. Just Alpha. This is the Soccer Lounge. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. Gehst du laufen? Im Park? Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sport Show, presented by Samsung. Wir sind zurück in der Sportshow und mit dem nächsten prominenten und hochkarätigen Gast, der HC Lugano-Trainer Patrick Fischer. Patrick, schön, dass du da. Herzlich Danke. Willkommen. Danke für die Einladung. Ja, am Ende in der Soccerlunch der Dani Gigax in Sendung gehabt. Und irgendwann erinnerst du mich an ihn und er mich an dich. Jetzt Glück auch zur Aktivkarriere. Diese Serie, die der Fußball oder bei dir das Hockey nicht überall stellen. Das Leben hat auch zur Aktivzeit andere Komponenten zu bieten, andere Werte zu bieten. Das Geschäft hier hinterfragend und nicht so das typische Klischee vom typischen Hockey- oder Fußballprofi. Liege ich komplett falsch? Das, was gesagt ist, das stimmt. Ich kenne jetzt den Dani Gigax nicht. Ich weiß, er ist ein Fußballer. Hat auch Tätowierungen wie ich. Vielleicht hat er das auch erinnert. Und er hat ich glaube, auch mal ein bisschen lustige Frisuren gehabt. Das hatte ich auch, als ich jung war. Aber Leben oder das Hockey hinterfragen oder Sport. Ich weiß, es geht noch anders und zum Glück, ich bin da als Spieler schon extrem verbissen gewesen, weil du musst als Profisportler, du bist ja so, sonst kommst du nie nicht hin. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Abstand jetzt als Trainer kann ich es ein bisschen mehr geniessen und weiß, es geht noch anders. Ja. Anders hat es auch gegeben, Patrick, genau. Oder? Und wenn wir schon von anderen reden. Dann bin ich keine Karte. Nein, haben wir Pokerspieler. Und das nicht irgendwo an einem Tisch oder so. Wie wir zwei, mit beiden in 5 Franken. Und dann mit Sonnenbrille und Kopfhörer. Nein, sondern du gibst dann richtig Gas. 16 Tische hat man gehört, hat man gemunkelt, gleichzeitig und so Sachen. Ja, darum bin ich jetzt wieder ein Trainer, weil wir müssen arbeiten. Weil du alles Geld verjubelt hast. So gut. Nein, es ist, ich bin mit der Karte in der Hand aufgewachsen, mit meinen Eltern immer geassert. Und nachher im Bus sind immer geassert. Und nachher ist im Bus ein Pokerspiel geworden und es hat mich gereizt. Spannend ist irgendwie,
hat viel Emotionen, Adrenalin im Spiel. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Aber nachher habe ich gemerkt, das ist ziemlich asozial, da vor dem Computer. Bist du in deinem Kämmerli, oder? Die ganze Nacht. Nicht so meins. Du bist dann, nach dem Poker-Ding, das du gesagt hast, es ist eben asozial, bist 18 Monate auf Reisen gegangen. Aber gell, ich kann sagen, du bist nicht 18 Monate oder hast nicht primär die Welt bereist, sondern du hast die Reise zu dir selber gesucht und gefunden. Kann man das so sagen? Ja, ich habe natürlich mich entschieden, aufzuhören. Hockey war mein Leben. Seit ich 3-jährig war, bin ich einfach, hat für mich den Böck gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was will ich eigentlich, was muss ich machen? Und ich wollte mir wirklich Zeit lassen und mich kennenlernen, was sind meine Stärken, was will ich genau. Ich habe gewusst, es haben viele immer geredet, es ist schwierig nach einer Profikarriere das Loch quasi zu füllen. Die Emotionen, die du erlebst, wie holst du wieder rein? Ich bin schon viel umeinander gereist und ich habe mich auch zurückgezogen und es hat mir extrem gut getan. Ich habe mich gelernt kennen und ich sage immer, Information ist Power und je mehr dass ich mich kenne, desto besser kann ich auch entscheiden, was ich brauche. Und jetzt bin ich mega happy, ich bin zurückgekommen zum Hockey. Das ist meine Spielweise, wo ich mich wohlfühle. Nebst anderen wichtigen Sachen, Familien und Kollegen. Aber Hockey ist meine Leidenschaft und es freut mich extrem. Ich bin grausam. Ich könnte einen Neiger machen. Ein super Jahrgang spielt Hockey. Ich habe auch mal angefangen, Hockey zu spielen. Die meisten, mit denen ich gespielt habe, dümpeln jetzt irgendwo noch in einer anderen Liga rum. Der andere geht 18 Monate schon auf Reisen, kommt zurück und sagt, und ich bin jetzt Trainer. Ja, vor allem hat er in den 18 Monaten schon mal von einer Bucketlist geredet, die du hast arbeiten wolltest. Ja, genau. Was steht denn dann drauf? Poker gespielt hast, gehst reisen bist, tätowiert bist auch. Ja. So, hast du auch. Was steht noch drauf? Ja gut, da hat es noch viele Sachen. Ich glaube, das Leben muss man leben, darf man erfahren. Und ich bin einer, der... Ich bin vielleicht manchmal ein extremer Mensch, wo muss einfach Grenzen testen muss. Und ich habe das als Kleiner schon immer gemacht. Ich habe entschieden, früh aufzuhören, weil ich gewusst habe, ich will nur gut Hockey spielen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das weiterhin machen will, muss ich hart arbeiten. Und für mich war Hockey nie arbeiten. Es war Spass, es war Leidenschaft. Und ich habe gemerkt, das Hockey wird zum Beruf. Aber halbpatzig. Geht nicht bei mir. Aber Bucketlist, ja, du. Es gibt einiges noch, was ich machen muss. Ja. Schon, also, jung. Du bist ja noch jung. Und eins kann natürlich sein, der beste Schweizer Trainer werden und natürlich der Pokal in die Höhe stemmen. Und diesbezüglich haben wir eine Umfrage auf sport.ch schon den ganzen Tag am Laufen. Und sie ist, wie soll ich sagen, recht harmlos, die Frage. Sie heisst nämlich, ist der Patrick Fischer aktuell der beste Schweizer Trainer in der Liga oder nicht? Am Ende der Sendung werden wir die Antworten können auflösen. Wir werden das natürlich auch noch beantworten. Ich kann es auch beantworten. Selbstverständlich. Ja. Angefangen hast du deine aktive Karriere bei Zug, dann Popti bist du zu Lugano und hast Schweizer Meister werden. Das bist du dann geworden, kurz darauf. Bist dann zu Davos, wieder Schweizer Meister geworden. Und mit 30, im höchsten Alter, oder im besten Hockeyalter, aber heutzutage ist es wahnsinnig alt, für die NHL zu gehen, bist du in die NHL gegangen. Und deine vier Kisten, die du dort hast gemacht, die findet man selbstverständlich online, Patrick, und die schauen wir uns zusammen an. 4 Goal von Patrick Fischer im Dress von Phoenix. Die wollen wir zusammen anschauen. Wir wissen natürlich auch noch, gegen welche Mannschaft das ist. Und eins ist mir aufgefallen, bei diesen Goal, wo sein Team in Unterzahl war, bist du nicht der grosse Jubler. Bist du das nie gewesen? Nein, ich bin nie. Für mich war Goalschiessen normal gewesen, eigentlich. Als kleiner Bub schon immer. Ich habe immer gewundert, die da so überschwänglich jubeln, die schiessen nie ein Goal. Also, man muss da nicht gross etwas darstellen. Ich habe immer lieber Spieler gehabt, die nicht so viel jubeln. Also, steigen wir ein ins erste von diesen 4 Goal. Es war 2-6 gegen New York Rangers. Da, okay, jetzt 2-6, da hast du nicht unbedingt Grund zum jubeln, oder? Ja, es war ein spezielles Goal, klar, das erste gegen den Lundqvist. Schön war nachher das. Kurz nachher war es ein Game-Winning-Goal, das war schon besser. Gegen Nashville? Das war in Anaheim, da sind wir vorspart getaucht. Aber ich habe dann noch irgendwie ein Glücksgoal geschossen, kurz vor Schluss. Aber eben, das bringt nichts zum 5-1.
Das ist schön, das war mein bester Match. Ich glaube, ich weiß, habe ich das Goal geschossen und ein paar Pässe gehabt. Und dann, das war sicher der Match, wo ich am besten gespielt habe, wo mir noch am meisten in Erinnerung ist. Aber so wie es erzählt, ist noch jeder Pass, ist noch jeder Move voll drin. Unglaublich, ja. Also wie meinst du das? Weißt, hast du, also so wie du das erzählst, hat man das Gefühl, Hickst jeder Pass, jeder Goalschuss, jedes Feeling ist noch da. Gut, das ist bei 4 Goal. das ist nicht wirklich hart, das zum Recall. Oder wie sagen wir denn? Ich sage jetzt, wenn wir unsere Goal anschauen von der Nazi, ja. Wir müssen nicht gerade erinnern, was, wo, wenn, wie, wieso. Aber bei 4 Goal. Die bleiben mir, das ist etwas, was ich denke, und ich gar nicht dürfen erleben. Wie du schon gesagt, ich bin spät über und habe den Traum erfüllt. Und das war der Anfang von meinem Ende als Spieler. Ich glaube, was mich noch wundernimmt, ist es so viel anders zum Hockeyspielen in einer NHL? Auch rein rundum. Wir träumen natürlich, jeder, der hier einen Schweizer Match schaut, im Eishockey-Stadion, träumt von einer Atmosphäre wie im Madison Square Garden oder sonst noch. Kommt man als Spieler dort in dem Moment auch mit über und sagt, ja, das Ganze rundherum ist anders? Also, das rundherum NHL-Leben ist natürlich extrem cool. Wie die ganze Reiserei, alles professionell, du kommst dort, du musst eigentlich nichts machen, die Liebe hängen, die Ausrüstung hängt dort, alle kümmern sich um dich. Das ist natürlich lässig. Das Spiel an sich hat mir überhaupt nicht gefallen. Es lässt wenig Platz für Kreativität. Jetzt sind durch die Regeln etwas geändert. Das ist ein bisschen einfacher jetzt. Die Stimmung in den Stadien. Ich finde die Stimmung in den Schweizer Stadien für den Spieler interessanter, besser, mehr Emotionen. Dort sind viel am Popcorn essen und am Zuschauen, aber rein so die Fangemeinde, die wir haben, haben sie nicht. Das ist eine andere Kultur. Dort ist mehr so ein Tagesausflug, gehen wir schauen. Es geht dann wie Montreal und du hast New York gesagt, das ist dann schon ein bisschen mehr Power und auch von den Leuten. Aber viele Stadien, ich meine, ich bin in Phoenix, das war 35 Grad, die sind wahrscheinlich überhaupt gebadelt und liegen Golf. Und dann haben sie noch die Ausfahrt genommen für den Hockey-Match. Ja. Und dann, aber also rein stimmungsmässig ist es. Mich jetzt das nicht über. Ist sicher nicht vergleichbar mit Montreal, wo eine absolute Hockey-Stadt natürlich ist. Du hast den länger gespielt, als du das Gefühl hast, zum Spielen. NHL, du hast gesehen, eigentlich so wie das Ende der Karriere. Du bist dann Abenteuer KHL eingegangen, nach St. Petersburg für ein paar Wochen. Du warst dann gleich noch bezogen und hast gemerkt, ich bin nicht mehr genug dabei. Du hast den Vertrag aufgelöst, hast auf Geld verzichtet. Warum hast du den Schnitt nicht können machen nach der NHL? Weil du im Nachhinein gesagt hast, ehrlich, ich habe es ja schon gespürt, dass es vorbei war. Also nach 25 Matches NHL hatte ich eine schwere Verletzung gehabt. Ich habe eigentlich den Cut geschafft. Das hast du gehabt? Ich hatte doppelten Leistenbruch gehabt, ich habe dann eigentlich weitergespielt, kann ich wieder aufhören und durch das hat sich dann ist eigentlich der ganze Adduktormuskel abgerissen. So, ja, wenn man nicht hören will, dann muss man einen Preis zahlen. Ich bin dann 7 Monate verletzt gewesen. Ich habe eigentlich einen Vertrag noch gehabt mit Phoenix, aber ich habe es im zweiten Jahr nicht mehr geschafft. Bin auf Russland, aber noch nicht voll parat, körperlich, und habe dort auch ein gutes Hockey gespielt. Und dann wollte ich eigentlich hören, nach diesem Jahr, aber ich dachte, so von der Bühne gehen mag ich auch nicht. Bin aus der Nazi gefallen, dachte, das geht gar nicht. Das muss ich noch angreifen. Ja. Und habe einen hart trainiert im Sommer. Ich hatte dann auch wieder im August eine leichte Verletzung gehabt, habe dann gleich eigentlich mich durch das Jahr durchgeboxt und eine okay Saison gespielt mit Zug. Eigentlich emotional eine mega lässige Saison gewesen mit der Mannschaft. Wir sind weit hinten und haben sich doch auf die Playoff qualifiziert nachher. Aber dann habe ich gemerkt, das ist definitiv vorbei. Ja. Es braucht etwas Neues. Es braucht eine Trainerkarriere, hast du gedacht. Und dann ist es nicht irgendeine Trainerkarriere geworden, sondern es ist, man fängt schnell bei den Junioren-Eliten an und findet, ja, dort würde ich mich eigentlich noch wohlfühlen. Und zwei Minuten später sitzen wir auf der Trainerbank und ist Head Coach. Gut, du hast noch kurz Interims gemacht, du hast noch den Co-Trainer gemacht.
Aber nachher bist du plötzlich auf dieser, eben, wirklich zwei Minuten später im Leben, bist du auf dieser Trainerbank gesessen. Ja, also es ist extrem schnell gegangen. Ich wollte nicht Trainer werden, eigentlich. Ich hatte das auch nicht vor. Mhm. Ich war im Stadion mit meinem Sohn viel. Er hat Hockey gespielt. Sie haben mich gefragt, du, Fischi, willst du eigentlich nichts machen? Und ich habe gesagt, ich würde gerne mit Jungen arbeiten. Mhm. Aber doch nicht mit den ganz Jungen, so ein bisschen Elite. Mich hat damals ein bisschen mental interessiert. Und wir haben mir einen Job gegeben als Assistenztrainer. Dann haben die Coaches oben in der ersten Mannschaft entlassen. Und dann war ich eigentlich noch zwei Monate hinter der Bank gewesen, bei Lugano mit dem Mike McNamara damals. Und es haben wir wieder gekützelt. Die Atmosphäre im Stadion, Garderobe, das Garderobenleben, habe ich immer wohl gefühlt. Und dann ist es schnell gegangen. Ich habe eigentlich auch nicht gerechnet, dass das so schnell geht, aber ich freue mich, dass ich für mich einen absoluten Spitzenklub in der Schweiz kann übernehmen kann, weil es ist, ich sage mal, einfacher, als Schweizer so einen Club nehmen, als sich durch die Nazi B profilieren und vielleicht dann eher einen Club mit weniger Potenzial noch für eine Arbeit. Es läuft ja super, oder? Dritter Platz, ein Spiel weniger noch, 8 Punkte Rückstand, ein Spiel weniger. Man kann sagen, das Lugano nach dem letzten Jahr, es muss alles Friede, Freude, Sonnenschein, Eierkuchen sein. Ist das so? Ja, es ist tatsächlich so. Es hat, Lugano, ich habe Lugano Spieler kennengelernt als erfolgreicher Club. Wir haben nicht gewonnen, wir haben die Liga dominiert mit Zürich damals noch und Davos. Lugano war weit weg von dem vor ein paar Jahren. Und jetzt sind wir uns langsam wieder am Etablieren. Die Leute haben Freude, das Stadion füllt sich wieder, mit viel mehr Zuschauer. Ich sage, wir haben eine sehr spektakuläre Mannschaft. Da musst du schnell einhalten bei der Mannschaft. Excuse. Die Mannschaft fasziniert mehr dir, dass du auch vor grossen Namen keinen Halt machst. Dominic Kelly, Metropolit, Murray Fritsche, wo du aus verschiedenen Gründen hast gesagt, es passt nicht mehr, es ist vielleicht finanziell nicht mehr das Richtige, der Spieler ist vielleicht nicht mehr gut genug. Die Oli Kahn-mässig, exklusiv Ausdruck, die Eier musst du zuerst mal haben, dass du sagst, ich muss die Mannschaft so haben, wie sie mir passt. Und das ist ja auch mit ein Grund, dass du dort stehst, wo du jetzt stehst. Wenn du von einer coolen Mannschaft redest. Ja, ich glaube, wo sie mich gefragt haben, wie ich das machen würde, wie bringe ich Lugano auf den Weg zurückfinden, zu der Spitze. Ich rede immer, der Peter Andersson und ich, wir sind das Team. Wir wissen, wie wir gewinnen. Wir haben beide gewonnen. Und wir haben gewusst, wenn wir den Job bekommen, haben wir auch gesagt, es wird laut werden, weil es müssen Veränderungen herkommen. Und ich habe immer gesagt, die Winner-Mentalität, die Lugano im Stadion innen ist, muss man wieder ein bisschen freikratzen. Das haben wir gemacht. Wir suchen Spieler, wo in die Hierarchien passt. Es hat null Hierarchie in der Mannschaft. Es hat keine Rolle gehabt. Es war natürlich auch schwierig, weil es viele verschiedene Trainer hatten. Aber wir haben auf Junge gesetzt. Wir brauchen die Leute, die wollen. Das heutige Hockey, wir glauben an Intensität, an Spass, an Laufen. Lugano, in den letzten Jahren sind wir, ich weiss, 29, 30 im Durchschnittsalter. Unmöglich, um irgendetwas zu gewinnen. Heute muss jung sein und muss fit sein. Und jetzt müssen ein paar gehen. Das spricht gegen uns zwei. Jedes Argument, das ich durchziehe. Ich kann jetzt warten, bis etwas endlich kommt, wo ich reinpasse. Wir wollten es empfehlen. Wahrscheinlich zum Isostar anrühren oder so. Dürfte es noch länger. Meine Frage stellt, ist er der beste Schweizer Trainer in der Nationalliga A? Nick, wir schauen uns mal an, wie die Userinnen und User von sport.ch haben abgestimmt. Hallo! 46% haben die Frechheit, zum sagen, der Gurto ist besser. Kannst du mit dem leben? Du hast bei ihm, glaube ich, hospitiert, du hast ihn als Trainer gehabt. Jeder Spieler, der mal Trainer wird, sagt, ich habe mir von diesen Trainern immer das abgeschnitten, was mir am besten gefällt. Da gibt es Stimmen, die sagen, du seist ein kleiner Del Gurto. Kannst du mit dem leben? Also, ich könnte Arno als Trainer, als Freund, als Mensch, für mich ist er mit Abstand der beste Trainer, nicht nur in der Schweiz, auch sagen wir mal, europamässig, was er aus der Mannschaft rausholt. Er revolutioniert das Hockey. Er macht aus nicht viel extrem viel.
Er hat einfach pure Passion, Leidenschaft, jeden Tag. Der brennt lichterloh nach Jahrzehnten. Ja, das ist Chapeau. Also, aber wenn man jetzt Alter nimmt, Patrick kommt vom De Curto, dann schauen wir das jetzt mal an, tun wir das Quersumme nehmen und noch hochrechnen und dann bist du eben gleich der bessere Trainer von der Schweiz. Weil wenn er in dem Jahr, wo der De Curto jetzt älter ist, noch das ansetzt, was er bis jetzt angefangen hat, dann muss man sagen, dann haben wir vielleicht als Trainer nicht mehr lange in der Schweiz. Und ihn vielleicht mal beerbt. Das noch? Das Erbe vom Del Curto wird natürlich immer noch gesucht. Eine Frage habe ich noch, während ich mich vorbereitet auf die Selfie. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast gesehen, auch im Zusammenhang mit deinen Reisen, egal wie es kommt, es wird gut sein. Ist das Leben so einfach zu erklären? Ja, ich glaube, es ist... ich schaue das Leben so an. Auch schwierige Hindernisse sind eigentlich die grössten Geschenke, weil, wenn man etwas daraus lernt. Ich bin immer einer, der probiert, Sachen zu verstehen. Und wenn etwas nicht klappt, dann hat das einen Grund. Und dann hoffentlich lehre ich etwas daraus, dass das nächste Mal besser klappt. Und auf dem her, ja. There's no wrong turns. Wir haben gelernt, dass wir zwei Mal nach Lugano gehen sollten, einen Match. Aber oder? Sicher nicht. Aber sicher vor allem auch nach dem Match natürlich. Ja, ganz genau. Mit dem Ausgangs Lugano könnte noch lustig sein. Oder? Selfie, seid ihr bereit? Fantastisch. Wie ist jetzt Nachtleben in Lugano? Wenn man gewonnen hat, gut. Also, man muss Spieler fragen. Ich wusste, dass du noch auf diese Frage sprechen kannst, wenn du mich auf Lugano mitnehmen willst. Ja, wenn Hockey allein kann es nicht sein, wenn man die alten Sechs nach Lugano reisen. Ja, vor allem einer, der von Bern kommt. Also, ihr seht eingeblendet, was ihr auf dem 360-Player noch geniessen könnt, nämlich Magdeburg gegen Füchs Berlin ab 10:08 im 360-Player oder auf das Portal hd.com, der 360-Player, wo ihr auf allen Smartphones oder Tablets installieren könnt. Da könnt ihr unsere Sendungen live schauen, zum Beispiel nächsten Montag, Soccer Lounge am 7. wenn wir auf die Vorrunde von der Super League zurückschauen. Ihr könnt es aber auch noch im Replay machen. Wenn der Patrick Fischer heimgeht, dann wird er das Ganze sicher daheim auch noch analysieren. Ja, ganz genau. Patrick, merci vielmals. Wir warten auf die Einladung. Ja, kommen wir mal ins Derby. Einfach wir kommen so auf die 60. Minute. Kommen wir. Spielen wir den vierten Drittel. Ja, ganz genau. Ja, so ist es. Nick, merci vielmals für die Gastmoderation. Ich danke vielmals, dass ich da sein darf. Danke vielmals. Und wir sehen uns hoffentlich wieder nächsten Montag, der Soccer Lounge ab der 7. Wie gesagt, wir reden über die Raiffeisen Super League. Schauen zurück auf die Vorrunde. Schönen Abend, merci fürs Interesse. Ciao. Alpha. The Sports Show on Sportal HD, presented by Samsung Galaxy Alpha. Wichtig ist. Ein Team, das man stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. The Soccer Lounge.
This is Sportel HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportelHD.com. Wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support.